Wir hatten ja vor, bei Velomo zu sein, aber es war halt gestern von der Zeit so knapp. Aber hier Velomo ist zu uns gekommen. Ich bin gerade Probe gefahren. Ich bin richtig, richtig begeistert von diesem Quads. Schaut euch das mal an. Jetzt fährt hier gerade der Marco. Und hier ist ein richtig hügeliges Gelände. Also das ist total uneben und huckelig, wenn ich hier mit dem Fahrrad drüber fahre. Ich muss da langsam fahren. Aber das Ding, das brettert hier drüber. Coole Kurvenlage. Ist einfach nur schön anzusehen und es fährt sich auch gut. Man kann den Sitz in der Neigung einstellen. Also wer nicht so steil sitzen will, der kann das auch noch machen. In der Länge natürlich auch. Und das ist ein richtig gutes Zugfahrzeug für Fahrradwohnwegen. Also ich bin jetzt wirklich hier am Überlegen, ernsthaft, weil ich will ja mal einen Trike haben, ob ich doch lieber einen Quad nehme. Nimm einen Quad. Hat viele Vorteile. Hier, Jörg spricht aus Erfahrung. Der hat ja so ein Velomo. Der hat noch die erste Ausführung. Hier, das ist schon etwas überarbeitet. Kinderkrankheiten sind rausgenommen. Sieht das nicht irgendwie toll aus? Wir fragen gleich mal Marco, was er sagt. Marco, komm her! Sag mal, was sagst du dazu? Bist du auch so begeistert? Geil. Das ist total geil. Ist es dein neues Zugfahrzeug? Ja, wenn ich weiß, was das kostet, dann vielleicht. Ich glaube 6.000, ne? Oh, ich denke mal. Es ist halt aber hier hochwertiges Zeug verbaut. Piniongetriebe und sowas kommt hier rein. Das ist total cool. Ja, den Motor hört man ja wirklich nicht, habe ich festgestellt. Der Motor ist total leise und auch man kann sich in die Kurven reinlegen. Und ja, und so die Federung, guck mal, das sind die Federn. Hier diese Blattdinger. Ja, ist total cool. Geht erstens nicht kaputt und zweitens ist das gut, ne? Hier, das Gelände ist ja total uneben. Ja, ich habe ja einen großen Transport dabei. Ich glaube, da passt ja noch rein hier. Also, hast du auch 6.000 Euro dabei? Ach, Mist. Irgendwas war doch noch. Ja. Unfetzt. Ich glaube, der Steffen, so heißt der, das ist ein ganz kleines Unternehmen hier, Velomo. Die machen nur so ganz kleine Serien. Also Serien gar nicht. Einzelanfertigung, glaube ich. Man kann das immer individuell gestalten. Haltet sich das immer wieder aus? Ja, habe ich das gesehen. Da ist hinten, das ist eine Einzelradaufhängung. Also das sind beide Räder angetrieben. Das ist viel besser als bei meinem Lastenfahrrad. Da ist nämlich nur ein Rad angetrieben. Da hat man sozusagen zwei Räder, viel bessere Grip-Funktion. Nee, bleib sitzen. Ich heb an. Und dann? Ziemlich weit vorne. Nach vorne sitzen? Drehen und schalten. Du hast eine Kettenschaltung. Hier ist jetzt Kettenschaltung verbaut. Okay. Entschuldigung. Gut, jetzt könnte es einfacher gehen, ja. Warte. Ja, dann ein bisschen mehr so schnell. Warte, ich muss. Was willst du testen? Eine Anfahrtshilfe? Nee, überhaupt. Ich bin immer nicht von der Stelle gekommen, weil der Gang irgendwie nicht passte oder so. Aber nehmen wir einfach Stufe 9. Du musst ja natürlich erstmal das. Drück mal Minus gedrückt halten. Fahr mal. Ja, jetzt hast du aber noch einen größeren Gang. Ja, wir haben auch. Ey, was hast du erzählt? Na, schalte wieder runter. Du musst aber treten beim Schalten. Mensch, Kettenschaltung. Aber wie gesagt, hier kann man auch Pinion und Rohloff einbauen. Das ist ja jetzt das Vorführfahrrad vom Steffen. Stimmt's? Man baut ja normalerweise Pinion da ein hier bei dem Fahrrad. Wir haben die Pinion, die kannst du da haben. Warum ist jetzt hier Kettenschaltung drin? Einfach so. Einfach so, weil es leichter ist und weil es die Basis ist. Ach so. Um mal zu zeigen, das ist die Grundausstattung und. Okay. Ja, er hat aber so ein bisschen. Also ich bin da vorhin besser klargekommen damit. Ja, du bist ganz schön rumgewedelt mit dem Ding. Ja, ich bin gleich mal draußen auf der Straße gewesen. Kai, handeln wir mal einen Sonderpreis aus. Oh. Ja, das. Nee, mach das mal mit Steffen. Muss ich selber aushandeln. Gut, also ich mache auf jeden Fall mal einen Besuch bei Velomo, weil das interessiert mich und das interessiert natürlich auch andere. Deswegen wollte ich das mal in ein separates Video packen und dann gehe ich mal auf die ganzen Pferde drauf ein. Die haben ja auch so komplett verkleidete Quatsch schon gebaut mit Hülle rum und so. Das muss man auf jeden Fall, wenn man sich dafür interessiert, mal anschauen. Das ist eine richtig gute Alternative zum Trike, sogar mit vielen Vorteilen. Ich glaube, da unten war mal einer ein bisschen drauf. Alex, du bildest da wirklich eine Einheit. Eine Einheit bildest du. Gib doch mal Gas hier. Da müssen die Räder qualmen. Da fehlt jetzt der Auflieger hin, der Auflieger-Anhänger fehlt. Gleich jetzt, ja. Los, gib Gas! Alex driftet. Wir sind halt. Ja. Also ich komme mal Mainzer, lass mal alles mal hinfahren. Und Alex? Echt cool. Du musst mal raus auf die Straße brettern. Aber was ich cool finde, du sitzt viel höher ja als auf normalen Liegerad.
Kannst du einstellen sogar noch? Kannst du den Sitz hinter machen? Viel oder? Aufrechter, ne? Das kannst du einstellen. Das ist jetzt die senkrechte Stellung und du kannst es eigentlich. Ich meine, mein Liegerad, was ich hatte, da liegst du ja ziemlich tief auf dem Boden. Hier hast du echt einen Vorteil, es ist viel höher. Ja. Gefällt mir echt gut. Gefällt es sogar besser als ein Dreirad. Vielleicht baue ich mir auch selber so ein Ding. Na klar, du baust sowieso alles selber, ich kenne dich. Ja. Du solltest mal raus auf die Straße fahren und dann mal richtig um die Kurven brettern. Die Federung ist auch gut, oder? Ist ziemlich schwer, nicht, dass die Speichen brechen oder so, oder ich umkippe. Ja, doch nicht. Ich habe schon auf Asphalt meine Haut letztens gelassen, das hat gereicht. nicht nochmal, ja. Nur damit ihr sehen, wie alle Ja, kannst du ja rauf und runter schalten, ne? Daumengas kannst du auch geben, geht immer. Okay. Und schalten tust du hier. Hast jetzt hier nach außen wird es dann kleiner, nach innen wird es größer. Das ist Pinion-Getriebe, ne? Pinion. Kannst du im Prinzip auch unter Last schalten, jetzt ist ein Das war aus. Ja, ich bin zu groß. Aber trotzdem cool. Das kann okay sein, aber ich finde meine, also nach vorne zu welchen nicht hinstellen. Ich lade eine, die das Kind hat viel Leute rein. Das ist das Richtige für Alex. Ja klar, ein bisschen breiter, das ist die Hülle jetzt bloß. Alex besser! Ja, das steht ihm richtig gut. Da fährt gleich mal eine riesen Runde hier. Ja. Ey Jörg, da möchte ich auch mal fahren, darf ich? Ja, klar. Das sieht lustig aus, oder? Vor allem, da passt er wirklich dazu, das in den Teil. Alex! Das ist ein Bild für die Götter! Als wenn du wirklich damit jetzt verschmolzen bist. Das ist echt geil, das ist wie im Panzer sitzen so. Ja, du siehst so aus wie im Panzer. Das sieht echt cool aus. Ich fahre jetzt auch mal eine Runde, ich bin jetzt... Das ist wie Panzerfahren. Ja. Das heißt jetzt drin, 6 oder was? Ich glaube mit 6, also mir reicht das. Ja. Ich will ja nicht über die Schlaglöcher hier mit Volllast hier durchrasen, weil ich bin ja nicht der Leichteste hier, ne? Ja, das ist egal. Ja, wenn das richtig vorne dran ist, aber das hält schon aus. Ja. Nee, das ist echt mega. Man muss dieses Gefühl einfach erleben, damit man weiß, was der Unterschied ist. Jetzt haben wir an Alex eingeschlossen. Für ihn ist jetzt natürlich doof. Normalerweise, ich habe das ja für mich gebaut. Ich komme ja mit den Armen, ich bin ja schmaler, ich bin nicht so ein... Ja, also normalerweise hast du einen Arm, drin, ja? Ja, ich habe einen Arm hier drin, dann ist ja auch geschützt, wenn du jetzt durch Brennnessel fährst oder so. Ne? Das, geht das ist ja jetzt Eigenbau, das ist ja jetzt egal. Brennnesseln sind ja gesund. Raus, ich will auch mal fahren. Soll ich das filmen oder soll ich es nur weglassen, wie du rausgehst? Ja, man muss ja sehen, wie das alles... Ich habe geübt, hier rauszugehen, ne? Ist egal. So, jetzt nur mal gucken. Das ist ziemlich... Weil ich bin ja groß. Boah, elegant, wie ein zartes Rehlein. Also, geht, ja. Also, ich habe kein Problem rein. Das ist die einzige Lösung, die ich gefunden habe, das schnell zu machen. Wie hätte es klappen können und so, aber das ist... Ja. Also, und, willst du auch sowas haben? Ich will alles haben. Ja, ich will auch mal alles haben. Ich will auch alles haben, ja. Ist schon cool, echt. Regengeschützt, ne? Die Radläufe innen geschützt, alles. Du bist komplett geschützt, ne? Riesen Photovoltaik. Hast du ja gesehen, gestern hat Regen, alle alten Haaren Regenjacken ausziehen. Und du nicht, genau. Wir sind unter dem Baum gestanden und die standen einfach da. Wenn du gleich mal fährst, achte mal, du merkst ja das Gewicht, null. Ja, durch den Motor, ja. Das Ding wiegt 85 Kilo oder so. Ja. Okay. Da wiegt das mehr als mein Lastenfahrrad, ne? Was ich da zu Hause hab. Liegt nämlich... Jo, Alex, ich dreh mal. Ja. Also, so, der Jörg, was sind das jetzt für eine Höhe? 1,30 Meter? 1,40 Meter? Ah, okay. Fünf Schaltungen, ja, ich kann meine Arme reinmachen. So sieht das aus, wenn die Arme drin sind, weißt du? Ja. Ja, hier kannst du Schalter halt schon sehen. Genau. Ja, ich kann so nicht sehen. Die Scheibenbremsen, die da, geht über die Hinterrechte. Also muss ich auch was machen, damit der Motor angeht? Oder ist schon einfach nur treten. Oder Stiefel wahrscheinlich. Oder Daumengas, kannst du auch geben. Das geht ja gut zur Sache. Seid ihr schon am Aufbrechen, ne? Nee, nee. Du wolltest mir doch noch den Link geben für diese Fahrzeuge. Ja, daher, wenn wir mit unseren 80 Kilo Hängerchen kommen, wie meiner, das ist alles kein Problem.
Da grinst der Jörg. Das ist so geil. Weg doch nicht. Hä? Alex, ich bin begeistert. Ja, was sagst du dazu? Wollen wir ihn zusammenbauen? Da fahren wir uns rein. Wir sind mal im ersten Gang gefahren, fahren wir im ersten Gang. Erst, wenn ich meinen Hänger fertig gebaut habe. Wohin drehen? Warte mal. Fahren wir. Ja, ich hab den schon gedreht. Jetzt. Heißt, kannst du mal meine GoPro rausnehmen? Ich will eine Onboard-Aufnahme machen, das müssen wir sehen. Komm mal mit, mein Wagen. Ach so, okay, der erste ja. Gang. Ui, Alex. Schneller kannst du ja noch laufen. Nee. Ich mache jetzt eine Onboard-Aufnahme, das müsst ihr erleben. Also ich weiß nicht, ob ihr es so erleben könnt wie ich, aber es ist geil, ne? Wenn ihr drin sitzt, du hast recht wie ein Panzer. Wie ein Panzer? Ja. Und es ist hier noch kleine Gucklöcher bloß und dann hier, ne, da fühlst du dich wie ein Panzer. Ja. Eine Kanone aufs Dach. Wenn jemand im Weg steht, erst hubst du beim zweiten Mal, Wartenhuben, ne? Gib mir mal die GoPro aus meinem Wagen und dann filme ich das mal onboard. So, ich setze mal die Kamera. So, onboard mit GoPro. Schaut mal, also ich drehe mal die Kamera, da seht ihr das besser. So sieht das aus, wenn man hier in diesem Panzer sitzt. Ja, linkes Sichtfeld, rechtes Sichtfeld. Fahren wir mal los. Ich habe jetzt nur eine Handleiter. So, ja. Ich muss mal die Hand wechseln. Weil die Schaltung ist auf der anderen Seite. Und das ist hier wirklich sehr huckelig, seht ihr, ja? Und ich fühle mich pudelwohl, also das merkt man in den Sitzen gar nicht. Es wackelt zwar, aber es tut nicht weh oder so. Also mit einem normalen Fahrrad muss man hier aufstehen, weil ihnen der Hintern weh tut. Ist hier nicht der Fall. Da liegt man wie im Sessel. Ja, so sieht das aus, ja. Das macht so Spaß. Also ich finde das genial. Optisch kann man das natürlich noch ein bisschen ausfallen, aber von der Fahrt, vom Fahrverhalten her ist das richtig geil. So, hier lenke ich mal wieder um, es gibt nämlich mal Auto. Mit einer Hand geht das alles ein bisschen nicht so einfach, aber ich, für euch mache ich das natürlich. So, hier Spiegel sogar, ne? Kann man nach hinten gucken. Zwar eine Bremsen, also die eine, ich habe ja nur eine Hand frei. Der Motor geht wirklich ab. Also hier so ein Barfangmotor hat mich jetzt schon überzeugt. Guck mal, hier Kai driftet. Na, mein Publikum, wie sieht es von außen aus? Krass, einfach blendend. Und, ist cool? Wunderschön, dann müssen wir fahren. Jörg lässt bestimmt alle fahren, stimmt's? Ja. Wie komme ich wieder raus? Das war's. Eingesperrt. Erst wenn du die Miete bezahlt hast. Ich kriege notfalls hier durch, ich bin schlank. Ja, so steige ich aus. Gut, los, rein, der nächste. Ja, das fährt auch so. Ja, stimmt, es fährt eine reine. Thomas, warte mal, das fetzt wie ein Panzer, fertig das. Glaube ich dir. So, das ist dann quasi die Schwerlastvariante. Das Wir haben vorhin noch Fragen. Und zwar erklär uns mal, warum der linke Bremshebel den rechte Rad bremst. Oh, umgedreht. Das weiß ich. Das ist bei mir genauso. Das weiß ich nicht. Das ist doch unlogisch. Das war die erste Frage. Und die zweite, was war das noch? Wahrscheinlich, weil du es dann geradlinig erlegen kannst. Sonst musst du ja so eine extra Schleife legen. Aber es irritiert, oder? Das irritiert. Es geht aber nur darum, dass du wenig Reibung im Bautenzug hast. Mhm. Und wenn das linke ist, rechte Rad bremst, dann geht er relativ geradlinig durch. Also mir ist es nicht aufgefallen beim Fahren. Also, aber einer hat das hier beobachtet und hat gesagt, hey, wieso ist denn das so rum? Du musst dann hier eine Schleife legen. Ach, deswegen. Und dann hast du mehr Reibung im Bautenzug. Gut, das fahre ich ja nochmal an Steffen, weil das glaube ich nicht mehr. Wo ist denn der Bapin? Der steht hier hinten. Achso, na egal. Ich mache ja eh nochmal ein Video beim Steffen direkt. Was war die andere Frage? Hier. Da war noch eine Frage. Das habe ich vergessen. Der Stefan hier ist ja auch ist Kunde von Steffen. Also hier hinten, der mit dem. Ja, deswegen. Den bauen wir auch gerade einen Quad. Für seine Hol- und Bringedienste in Eisenach. Ja, ich bin doch tatsächlich angetan, ne? Na, hier kann man viel drauf machen. Ich wollte wissen, warum hier Trommelbremsen drin sind und keine Scheibenbremsen. Was ist denn jetzt da besser? Ist es besser, oder? Weil es wartungsfreier ist. Okay. Mich nervt dieses ständige Schring, 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 Schring. Und die, wenn du jetzt viel fährst und wirklich viel Lasten transportierst, ja, dann bist du nur am Nachstellen. Dann kannst du jeden zweiten Tag die Scheibenbremsen nachstellen.
ist so. Okay. Und bei den Trommelbremsen, das sind die großen, also es gibt ja kleine, wie ich sie habe, 70 mm und das sind 90 mm. Das sind die XL. Und wie lange halten da die Backen? Ewig. Also hat das Vorteile gegenüber. Ja, du hast bei einer Scheibenbremse, die Beläge, die haben eine Größe von einem Euro Stück oder weniger. Ja. Und hier hast du Beläge, das sind, es geht ja so halb rundherum. Und die Bremsleistung ist genauso. Die Bremsleistung ist nicht so bissig wie eine Scheibenbremse, aber es ist eben wartungsfreier. Und aber ausreichend. Wir wollen jetzt noch eine Achsversion für hinten entwickeln. Hier gehen ja keine Scheibenbremsen ran. Du hast zwar hier die Sechsloch, aber nur als Mitnehmer für einen Antrieb. Achso, der bremst jetzt nach vorne, ja? Der bremst nach vorne. Und wir wollen jetzt noch eine Achsversion entwickeln, wo du dann hinten auch, wie Jörg, Scheibenbremsen haben kannst. Der hat ja auch vorn Trommeln, hinten Scheiben. Okay. Stehen jetzt ein paar Leute im Weg. So. Macht nichts. Ja. Wir machen eh nochmal ein separates Video. Das wird jetzt ein neues Video. Also wenn das ein bisschen komisch jetzt rüberkam mit dem Anfang des Videos, liegt es daran, dass ich eigentlich das Video gar nicht drehen wollte jetzt. Aber ich habe jetzt so viel gefilmt. Einfach mal schnell zur Kamera gegriffen. Ja, ich habe jetzt so viel gefilmt, dass ich das jetzt als separates Video reinpacke. Gut, in dem Zusammenhang sage ich jetzt mal danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.